Guten Morgen vom Waldparkplatz Ottomühle. Ich befinde mich jetzt hier in dem Waldgebiet Bieler Grund, wo das Bieler Tal ist und so einige Sachen, die man sich anschauen kann. Wie ihr hier zum Teil sehen könnt, Ottomühle, Schweizer Mühle, so die ein oder anderen Felsformationen. Und ja, das mache ich jetzt erstmal. Parkschein konnte ich nicht ziehen. Ich habe gerade hier den Herrn vom Sachsenforst drauf angesprochen, dass der Automat nicht funktioniert. Er hat es vermerkt. Ich habe einen Zettel ins Auto gelegt und Parkscheibe vorsichtshalber. Und jetzt geht's los. Es ist wieder frisch. Und ohne dicke Winterjacke und Mütze geht gar nichts. Aber es soll heute noch schön werden und bis zu 14 Grad. Und morgen 26. Das wird der Überhammer. Ich bin jetzt erst einmal Richtung Ottomühle gegangen hier. Gasthof und Herberge. Aber eher wegen den Steinen, die gegenüber der Ottomühle sind. So die ersten Sonnenstrahlen drauf, ist jetzt 7:30, glaube ich. Hier auf der Seite sieht man schon diesen, ich glaube, Windfahnenfels heißt der. Aber sage ich euch nachher nochmal genauer, wenn ich da bin. So, und hier ist der Einstieg in den Wald Richtung Kanzelstein, Herkulessäulen, Felsenglasse, Bieler Blick und Kaiser Westfeste, was auch immer das ist. Der ganze Weg hier müsste so, je nachdem wie viele Abzweige ich wieder mache, 6 bis 8 Kilometer sein. Ist nicht ganz viel, soll aber einer der erlebnisreichsten hier sein. Und den wollte ich mir halt auch nicht entgehen lassen. Wieder schöner Holzweg hier. Über diesen Bilalbach. Mitten in den Wald. Man hier auch schon nach wenigen Metern die ersten Säulen vor sich hat. Hier trifft der Begriff Wurzelweg doch mal richtig zu. Ich werde versuchen, das Ganze nachher von oben mal bildlich festzuhalten, weil hier jetzt, wie ihr sehen könnt, auf dem engen Raum kaum machbar. Egal, wo man hier hinguckt, es ist so unglaublich unbeschreiblich. Es müssten jetzt hier diese Herkulesfelsen sein. Oh, falls es hier mal zwischendurch schmatzen sollte. Ich habe heute Morgen Kaugummi genommen. Nur zur Info. Der Weg geht jetzt hier zwischen den Felsen her. Entlang dieser Felswand. Beziehungsweise Säule. Dort ist die gegenüberliegende. Ich weiß nie, wie ich euch diese Größen verdeutlichen soll. Das ist meine Hand, seht ihr? Also das ist unglaublich groß. Ich würde euch gerne mehr hierzu erzählen, aber manchmal kann man einfach nicht irgendwas groß dazu sagen, außer wie toll es ist. Und das habe ich schon mehr als oft genug gesagt. Hier scheint man wieder zwei Möglichkeiten zu haben. Einmal da unten der besandete Weg
Oder man folgt diesen grünen Pfeilen, wo es dann hier so hoch geht. Was ich natürlich machen werde. Das nenne ich mal einen ausgewiesenen Weg. Man kann hier noch in diese Spalten rein überall. Oder man geht hier weiter. Wie gesagt, offizieller Weg. Ich filme noch, falls es zu dunkel ist und man nicht viel erkennt. Ja. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst gucken soll. Jetzt hier ist es wieder eher so ein bisschen stufenähnlich zum Hochgehen. Aber man sieht teilweise auch schön, so wie hier, dass es doch deutlich runter geht. Ich würde sagen, 30 Meter, 40 Meter wird das hier haben. Da oben geht es gleich weiter. Normalerweise müsste die Kamera hier durchgehend laufen und das müsste ein 6-Stunden-Film werden. Bei den Aussichten, die man hier hat, das ist ja doch frühe Licht noch jetzt, macht das Ganze für mich persönlich noch mal ein bisschen besonderer. Hier sieht man schön den Eingang der gemeinen Steinbeißermaus. Nee, Quatsch. Ja, geht immer wieder hier so durch diese dunklen kleinen Schluchten. Und ist aber gut ausgeschildert. Also man findet sich hier sehr gut zurecht bis jetzt. Das wirkt so ursprünglich immer. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Da geht's jetzt runter. Eine der Schluchten und hier die andere der Schluchten, wo es jetzt runter geht. Und deutlich dunkler wird. Und ich teilweise ganz froh bin, dass hier so Geländer sind an der einen oder anderen Stelle. Weil da jetzt durch ist schon sehr eng, wie ihr vielleicht an dem Lichtkegel erkennen könnt. Hier bei den Handläufen im Dunkeln nicht einfach zugreifen, endet schmerzlich, wenn man da in diese scharfen Rostkanten fasst. Gut, dass ich einen Impfschutz habe. Naja, jetzt geht's da weiter. Also wenn ihr diesen Weg gehen solltet, nutzt auf jeden Fall diese mit grünen Pfeilen markierten kleinen Kletterpartien. Das totale Erlebnis in meinen Augen. Auch für so Ungeübte wie mich, weil es ja doch sehr einfach gehalten ist alles, aber trotzdem ein tolles Erlebnis. Es ist ja nicht mal Klettern. Ich weiß, jetzt sagen wieder alle Alpinen, Kenner oder sonst was, was erzählt er? Aber es ist so. Ich finde, das ist ein kleines Abenteuer für den normalen Wanderer ist. Und mehr als normaler Wanderer bin ich halt nicht. Und ich glaube, dass ich auch nie so ein Alpinkletterer werde, aufgrund meiner doch nicht geringfügigen Panik vor Abgründen und Höhe. Seht ihr diesen kleinen Turm mit den Zinnen da oben drauf? Der steht einige Meter höher
Aber ich denke mir mal, dass der Weg da jetzt noch hinführen wird. Und ich dann gleich da oben schön rausgucken kann. Jetzt bin ich angekommen hier an der Herkulesquelle. Schön eingefasst natürlich von den Sandsteinen. Und die entspringt irgendwo weiter drinne wahrscheinlich, weil die Natur selten solche Rohre mit Schlussgappen hat. Aber Quelle ist Quelle. Und das muss ja auch irgendwie rausgeleitet werden. Hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können, so rein optisch, aber trotzdem ein sehr schönes Wasser und schmeckt auch gar nicht sandig hier im Elbsandsteingebirge. Kleines Wortspiel. Naja, weiter geht's. Leider entferne ich mich von diesem Turm, den man da vorhin gesehen hat, aber wahrscheinlich muss ich erst einmal rum um die ganzen Felsen, um dahin zu kommen. Und da ich ja morgen noch einen Tag habe hier, kann ich mir auch so viel Zeit lassen, wie ich will. Es steht nur noch eine Tour auf dem Plan, die ich definitiv machen will. Und die werde ich morgen auf jeden Fall schaffen. Oh, ein kleiner Teich hier. Das Wasser sieht ganz gut aus, bis auf das Laub da drauf, klar, aber das hat ja mit der Wasserqualität nichts zu tun. Hier sieht man auch mal, wie schön klar das Wasser ist. Ja, jetzt bin ich raus aus dem Wald und hier ist die Schweizer Mühle. Also da oben mit diesem Aussichtspunkt, den ich vorhin gezeigt habe, muss ich mal schauen, wie ich da nachher noch hinkomme, da ich jetzt die Straßenseite wechsle. Der hintere Teil hier ist schon saniert, so wie es aussieht, und hier an dem vorderen Teil sind Handwerker zugange. So, hier geht's jetzt rein zu Wienquell oder Siebenwasser, Aufstieg, Aussichtspunkt, Nachbar. Das müsste da oben sein und das nehme ich jetzt auf einem Weg mit. Liegt eh am Weg. Erlaubt es unsere Zeit und Körperkraft, so besteigen wir den Herrn Nachbar. Eine herrliche Felsenpartie mit einer überraschenden Aussicht. Karl Merkel, Heimatforscher, um 1825. Bei uns heißt das ja was anderes, wenn wir den Nachbarn besteigen. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt hier rein. Ja, jetzt bin ich hier an der Sophienquelle angekommen. So ein kleines überdachtes Eck mit einem natürlichen Quellursprung. Und zwar, als ersten Namen für diese ergiebige Quelle, sieben Zuflüsse, lässt sich Moritzquell nachweisen. So benannt in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts nach dem Pastor Moritz Martin aus Ottendorf, welcher sich als Heilsuchender um die ersten Anlagen im oberen Bieler Grund verdient gemacht hat. Später wurde dann Sophienquelle gebräuchlich in Verehrung einer Tochter des Königs Johann, Prinzessin Sophia. So viel dazu. Ja, Leute, schwerer Aufstieg oder bequemer Aufstieg? Ich will eigentlich keine Stufen, weil meine Waden echt schreien schon. Aber keine Gnade für die Wade heißt das, ne? Also hoch. Schwerer Aufstieg. Also der Aufstieg ist schon ein bisschen schwieriger jetzt. Aber zwischendurch kommen dann auch hier so glatte Passagen, wo man mal auch wieder hier sieht, wie der Fels im Grunde einfach hier schwebt. Auch hier diese ganzen kleinen Auswaschungen, ne? Hier dieses mit dem Fahnen da drinne. Klasse. Geht es jetzt da weiter oder soll das hier ein Weg sein? Also hier sind so alte angedeutete Stufen. Mal sehen, wo das hinführt. Oh je. Sieht aber schon sehr verwachsen aus hier. Oh ja. Hier kann man auf jeden Fall was sehen. Und da geht's weiter.
Ich behaupte mal, den schweren Aufstieg hat schon lange keiner mehr gemacht, weil der nämlich mehr oder weniger zugewachsen ist. Aber trotzdem schön. Und hier geht's weiter. Da muss ich jetzt fast in der Hocke durchgehen, weil das sonst so schmal ist oben. Ich sag mal so auf 1,60 Meter Höhe ist das Ganze vielleicht 30, 40 Zentimeter breit. Also, den schweren Aufstieg kann ich keinem empfehlen. Ich bin jetzt gerade hier drüber gegangen und das Ding ist komplett hohl. Da ist der Boden, ja, man hört es richtig beim Rüberlaufen. Das ist alles andere als schön, wenn man hierher geht. Aber zurück ist jetzt eigentlich auch keine Option mehr. Und das geht ja schon ein bisschen runter, wenn man das so sagt. Ja, der Weg endete jetzt da. Und ich bin jetzt ein Stück zurück und einfach mal da, wo ich mir vorhin nicht sicher war, ob der Weg da weitergeht oder nicht, den anderen gegangen. Und da kommt man hier wieder zu so Stiegen. Probiere ich es da mal lang. Also man kommt jetzt hier viele Stufen wieder durch diese kleinen bizarren Ecken. Und dann sieht es so aus, als wenn man fast oben wäre. Also dieser schwierige Weg hoch, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so sein sollte, wie das erste Stück, was ich gegangen bin. Aber es waren eindeutig Stufen zu sehen. Und ja, das war aber alles andere als noch machbar. Für mich auf jeden Fall nicht. Daher bin ich jetzt diesen etwas anderen Weg gegangen, wie ihr gesehen habt. Und der führt, glaube ich, zusammen das letzte Stück mit dem leichten Weg. Ich werde es beim Runtergehen ja sehen. Aber wie immer lohnt es sich. Ah, stabil hier. Ja. Auch wenn man jetzt hier unten nur auf die Baustelle guckt. Aber der Weg ist das Ziel, heißt es ja. Und somit habe ich den ganzen Tag das Ziel vor Augen. Ja, ich glaube, dieser andere Weg hier hoch, das wäre nichts geworden. Ich finde nämlich hier auch noch keinen weiteren Aufgang. Aber hier oben selber ist es wieder sehr schön. Ja, ich musste jetzt gerade feststellen, nach erneuten Studieren der Karte, dass ich irgendwo bei diesen Herkules-Säulen einen Abzweig verpasst habe. Wahrscheinlich, weil ich wieder so fasziniert war von den ganzen Felsformationen, dass ich es nicht gesehen habe. Naja, also es ist nicht so, wenn ich filme, ich halte die Kamera immer so auf Brusthöhe. Also ich gucke jetzt nicht durch den Bildschirm zum Beispiel, dass ich deswegen irgendwas verpasse. Aber verpasst ist verpasst. Nützt alles rechtfertigen nicht. Ich gehe jetzt mal hier diesen gelb markierten Weg. Der müsste laut Karte wieder Richtung Otto Mühle so ungefähr führen. Und dann werde ich von da aus nochmal versuchen, auf den richtigen Weg zu kommen. Bin jetzt etwas über 2 Stunden unterwegs, also kein Drama. Auch hier ist es sehr schön, wie ihr sehen könnt. Die Sonne im Rücken. Ich habe auch die Mütze mittlerweile ab. Oh, wieder ein bisschen enger hier. Ja, Rucksack schleift kurz. Auf dem richtigen Weg bin ich auf jeden Fall schon mal wieder Richtung Johanneswacht und Sachsenstein. Das wäre normalerweise eher zum Ende der Route gekommen, von diesem Rundweg. Aber dann krempel ich das Ganze jetzt einfach von der anderen Seite auf und gehe entgegengesetzt der Richtung, was dieser Kompassreiseführer oder Wanderführer so vorgibt. Hier ist der nächste Aussichtspunkt, wo es wieder so ein paar Stufen hoch geht. Und das werde ich mir jetzt anschauen. Das müsste übrigens der Sachsenstein sein.
Seht ihr diese gelbe Leiter? Das ist genau mein Ding. Ich schwenke mal. So. Und jetzt habe ich die Kamera senkrecht über meinem Kopf. Also sehr steil nach oben und nachher natürlich auch wieder sehr steil nach unten. Bin gerade echt am Zweifeln. Ja, wie ihr aufgrund der Kameraeinstellung von unten nach oben erkennen könnt, habe ich es nicht gemacht. Ich bin nicht diesen Sachsenstein hochgegangen. Ganz einfach, weil ich irgendwie fehlt mir gerade der Mut dafür. Das ist echt jedes Mal eine Überwindung für mich. Und das Zweite, ich habe einfach Bedenken, dass dann meine Wade noch mehr Terror macht. Aber hauptsächlich ist es, dass mir einfach gerade der Mut fehlt. Ist manchmal so. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das ist ein schwarzes Eichhörnchen. Und das Zweite ist gerade runtergerannt und die haben sich da richtig bekämpft. So ein schwarzes habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ihr beiden, was geht jetzt weiter da? Ich kann die Kamera nicht so lange halten. Sieht so aus, als wenn es zu mir schaut. Da war dein Kollege wieder. Naja, jetzt geht's erstmal weiter. So, wieder am Anfang der Tour. Also die ersten, weiß ich nicht, 6 bis 8 Kilometer sind jetzt dahin. Und jetzt muss ich nochmal ganz aufmerksam sein, wo dann dieser Weg hochgeht zu dieser Kanzel. Ja, es ist wohl so, dass ich wieder nicht aufmerksam genug war. Man kommt diesen Weg hoch, geht dann in diese Richtung, ist fasziniert von den beiden Herkulessäulen hier. Und da an dem Baum links, an der Birke, sind diese zwei gelben Punkte. Und das markiert den Weg, der nach oben führt. Hier hat man nochmal eine schöne Aussicht nach unten, wo ich heute Morgen das erste Mal hergelaufen bin. Und auch dadurch. Aber der Weg muss irgendwo hier weitergehen. Wieder drei Möglichkeiten. Guck mal, wo ich was Gelbes finde. Ja, dieser gelbe Weg führte jetzt weiter durch diese zerklüfterten, auch nettes Wort, zerklüfteten Felsen und viel Farn am Rand. Wieder klasse Farbkontraste her. Hier von diesem Vorsprung hat man eine richtig schöne Aussicht. Wieder so eine enge Schlucht. Irgendwann müsste doch dieser Piep-Turm kommen, oder? Ich zweifle langsam schon, ob ich hier Halluzinationen habe und den Turm gibt es gar nicht. So, ich bin jetzt gerade hier nochmal so ein kleines Labyrinth hoch und hab schon gekichert beim Hochgehen. Guck mal, was auf der Seite ist. Das heißt, ich gehe jetzt eben noch mal ein Stück zurück. Und da ist dann dieser Turm, den ich vorhin von unten gesehen habe. Ich war echt schon am Zweifel, ob ich auf der Seite bin. Aber ganz so planlos bin ich auch nicht. Und hier geht es jetzt endlich hoch. Na, trotzdem aufpassen, wo man hintritt. Nicht einfach nur durch die Gegend gucken. Sind doch ein paar Stellen, wo es dann auch wieder runtergeht. Aber hier ist ein Holzsteg.
Und dann kommt man endlich hier hoch. Ja, da auf dem Fels war ich gerade, wo ich diesen dann gesehen hatte hier. Echt. So, aber jetzt will ich auch da rein. Wird es nicht ganz viel zu sehen geben in dem Röhrchen hier. Aber der Wind wird hier nicht so durchpusten. Die Kaiser-Wilhelm-Feste. Eine künstliche Bastion wurde von dem Rosenthaler Baumeister Kaiser entsprechend dem Zeitgeschmack im Jahre 1880 errichtet. Als Kuriosum gilt die Entstehungsgeschichte, so soll die Idee zum Bau einer bierseligen Stammtischwette entsprungen sein. Wie es so oft ist, am Stammtisch entstehen manchmal die besten Ideen. Und rundum wieder überall dieser Sandstein zu sehen. Jetzt sieht sie der. Also da vorne auf dem Vorsprung vorhin musste man schon ganz schön standfest bleiben bei dem Wind. Das sind ganz schöne Böen teilweise. So, nachdem ich diese Hütte jetzt doch erreicht habe, ist auch der Wandermut wieder da, wo er hingehört. Ich gehe jetzt so 2-3 Kilometer zurückgeschätzt. Und da müssten dann noch diese Wetterfahne und sowas kommen in die entgegengesetzte Richtung. Das nächste ist jetzt die Kanzelsteinaussicht. Auch hier geht es wieder über diverse Gitter, bevor man dann hier oben mehr oder weniger ankommt. Sekunde noch, dann bin ich da. Es ist mittlerweile durch den Wind wieder ganz schön kalt geworden. Aber ich muss das Mikro machen. So. Nicht zu verachten. Mal so ein bisschen geschwenkt hier. Ja, mich weht es hier fast weg. Und noch mal ein schöner Blick auf den Herkulesfelsen. Ja. Jetzt ist die Wege gerade ein Stück davor. Jetzt passt es wieder. Ich werde jetzt mal langsam weitergehen, bevor es mich hier weggeht. So, direkt hier gegenüber von mir ist jetzt diese Windfahne, wo drauf steht 1905 KD. So, gezoomt, dann sieht man es noch mal ein bisschen besser. Ich bin am Zweifeln, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. So darunter und irgendwo da hinten durch. Das sieht alles so ein bisschen nach Trampelfahrt aus, aber nicht, als wenn es gewollt ist. Man sieht auch dort oben auf dem Fels selber keinerlei Absperrungen, Geländer, Kletterseile oder ähnliches. Daher gehe ich davon aus, dass das nicht gewollt ist, dass man da drauf geht. Geht es jetzt schön durch so eine ganze Fahnenlandschaft. Hier noch einmal schön zu sehen, dieser mit der Flechte besetzte, fluoreszierende Sandstein. Ja, was zeigt dieses Bild? Ich sitze auf der Bank, gucke so ein bisschen hier in den Wald. Ab hier ist es eher wieder so ein Naturforst, wenig Felsformationen. Und hier geht es jetzt runter Richtung Otto Mühle, das heißt auch zu meinem Parkplatz. Es ist jetzt gleich Mittag. Ich bin dann insgesamt unterwegs, ja, so ungefähr 5 Stunden. Ja, 5 Stunden werden es sein. Meine Banane hatte ich ja unterwegs schon gegessen, aber ich habe mittlerweile auch richtig Hunger. Daher geht es jetzt zurück zum Bulli. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Ich fand's toll.